es gibt viele Fragen und was wir brauchen, sind Antworten. Oh. Antworten zu Themen, die ich mir diesmal sogar aufgeschrieben habe, damit ich nichts vergesse. Ich werde ja auch nicht jünger. Und damit ich der Verwirrung sozusagen nicht noch Vorschub leiste, jetzt auf Papier. Du darfst dir die erste Frage schon mal angucken. LGH ist das Oberthema im Moment und hier gibt es eine Party. LGH, wo wir hier gerade sind, ihr glaubt es nicht, am 14.05. kommt Gösi mit Skyline. Vielleicht spiele ich auch noch mal. Ein Song, vielleicht zwei. Drei schaffe ich wahrscheinlich nicht, aber mal gucken, was Gösi sagt. 14.05. Landgasthof in Wacken, LGH, Skyline. Wo gibt's Karten? Überall, aber hauptsächlich auch im Landgasthof. Wo noch? Bei Metaltex. Wo sonst? Bei Metaltex, da gibt's auch Karten für, habe ich gerade gelesen. Clawfinger. Und? Therapy. Und noch viel, viel mehr. Die sind auf Tour. Die sind auf Tour. Ja. In also, Deutschland. Wer Bock hat auf die Bands oder auf Skyline, Metaltex reingucken. Unbedingt. So, was habe ich da noch aufgeschrieben? Ich habe da noch irgendwas aufgeschrieben. Du hast noch aufgeschrieben. Weitere Events wird es im Landgasthof geben. Im LGH wird es ganz viel geben. Aber dazu mehr zu einem späteren Zeitpunkt. Okay. Und du hast noch aufgeschrieben. Die Ticketbörse ist online. Ja, also, wie funktioniert das? Na, das weiß ich auch nicht ganz genau. Am besten auf wacken.com nach Ticketbörse gucken. Wenn ich ein Problem habe, ihr könnt nicht kommen. Die Oma hat Geburtstag, die Tante hat eine Taufe oder was weiß ich, irgendein Grund. Und ihr müsst euer Ticket abgeben. Es sind noch genügend Leute da, die ein Ticket suchen. Und dann matcht die Ticketbörse den, der sein Ticket loswerden muss, mit dem, der ein Ticket sucht. Also die Ticketbörse ist jetzt online, wacken.com, Ticketbörse. Cool. So, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Was hast du noch aufgeschrieben? Was habe ich noch aufgeschrieben? Das hatten wir ja schon zu Ostern, das Ostern ist ja schon gar nicht mehr wahr. Wir warten ja schon auf Weihnachten. Ja, wir freuen uns ja schon auf nächstes Jahr Ostern. Nein, aber unbedingt. Ostern war ja, aber Ostern haben wir ja nochmal für den Wacken Wednesday Epica angekündigt. Ja. Und zu Ostern gab es 33 neue Bands. Das kann man auch alles noch auf wacken.com nachlesen. Ich kann mir nicht 33 Namen merken. Also das kannst du nicht? Nein. Ich kann mir nicht mal 5 Fragen merken. Exakt, deswegen brauchen wir einen Zettel. Ja, ja. Wir kommen in den 50ern. Und die allerwichtigste Info, es gibt noch mehr Best of Harry Metal. Viel mehr. Ja, das haben wir letztes Jahr zusammen gemacht. Das war lustig. Ja, das war lustig. Also ja, das war lustig. Grandiose Erinnerungen, Flashbacks, Sachen, die ich gar nicht wusste, dass die passiert sind. Alles auf Best of Harry Metal. Genau. Läuft auf welchem Channel? Auf Wacken TV. Ja, genau. Das war ja schon alles. Nein, wir haben, da steht doch noch mehr drauf, oder? Nein, wir haben nochmal im Schnelldurchlauf. Skyline 14.05. Ticketbörse online, wer ein Problem mit Tickets hat, A, sucht, B, loswerden will. Es gibt immer einen Weg. Wacken Ticketbörse. Therapy, Clawfinger und ganz viele Veranstaltungen mehr gibt es bei metaltickets.com. Endlich gibt es wieder Tourneen, hat lange genug gedauert. Also, und? Ah. Ich weiß, was du vergessen hast. Ich weiß das jetzt ich auch. Ich weiß nicht, was du vergessen hast. Ich sehe es. Ja. Wer noch eine Unterkunft sucht, wer kein festes Dach über dem Kopf hat. Resident Evil, könnt ihr auch auf wacken.com euch noch ein behagliches Zuhause buchen. Guckt einfach mal rein und ja, viel Spaß. Kannst du ganz grob beschreiben, um was es sich da handelt? Ja, das ist im Grunde, wir haben das Moshtel, das ist ja schon lange ausverkauft. Wir haben den Camperpark und Resident Evil ist die, und mein Zelt steht schon, haben wir auch. Das ist eine weitere Möglichkeit, um auf dem Wacken oben mehr, ja, warm und trocken Spaß zu haben. Also Unterbringungsmöglichkeiten sollte man sich auf wacken.com angucken, ist auf jeden Fall interessant. Ja, also so fix und fertig, come in and sleep out. Come in and sleep out. Ha. Genau. Ja, das muss ich mir, so muss ich mir patentieren. Ja. Resident Evil. Come in and sleep out. Und ich habe gelesen, es gibt eine Fastlane zum Festivalgelände. Ja,
Habe ich auf einer Karte habe ich das irgendwo. Ja, was also du alles, ganz, ganz was du alles gesehen hast. Ja, also es ist unglaublich. Haben wir jetzt wirklich alles abgearbeitet? Also jetzt haben wir noch die Evil Knievel, Skyline, Clawfinger, weitere Events haben wir gesagt. Ticketbird, Wednesday, Epica Neu. So. Außerdem steht hier von Fastlane, steht überhaupt nicht. Steht WOA Glamping bzw. Residence Evil, bitte bequeme Unterkünfte. Das haben wir doch wohl rübergebracht. Das haben wir ja rübergebracht. Das haben wir aber rübergebracht. Fastlane gibt das auch, habe ich im Internet oder nicht? Habe ich aber auf der Seite. Deswegen habe ich doch gesagt, alle Infos, wirklich alle Infos. Alle Infos, die ihr wissen wollt, wacken.com. So machen wir das. Geheimnisse verrätst du sowieso nicht. Gib meinen Zettel her. Ich muss los. Ja, hau rein. Best of Harry Metal. Wacken.tv. Tschüss. Tschüss.